Hallo Jungs, Mädels, alles dazwischen und diverses und willkommen zurück zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Emilia und in meinen Videos beschäftige ich mich mit Produktivität, Lifestyle-Content wie heute zum Beispiel Vlogs, ab und zu mal Technikvideos, kreativem Stuff. Heute gibt es mal wieder einen Weekend-Vlog. Ich habe nämlich wirklich so lange nicht mehr sowas gefilmt, also einfach mal stinknormalen Wochenende mitgevloggt. Und das ist eigentlich auch mal ein interessantes Wochenende. Ich fahre gleich mit meiner Mutter los in die nächste Stadt bei uns, weil da ist so ein Modeladen, so ein Klamottengeschäft und die verkaufen so italienische Mode. Also jetzt nicht Designermode, aber halt Sachen, die so made in Italy sind und keiner direkten Marke angehören. Und die haben heute einen Spring Sale, Early Spring Sale oder so ähnlich heißt. Deswegen, das wird bestimmt exciting. Dann ist gerade mein Onkel mit seiner Familie bei meinen Großeltern zu Besuch und da wollen wir eventuell noch vorbeigucken. Und wir wollen heute eigentlich auch noch in die Sauna. Also es ist ein bisschen was los, ansonsten wird es, glaube ich, eher ein gechilltes Wochenende. Ich habe jetzt alle meine Klausuren fertig geschrieben und versuche gerade einfach so ein bisschen die Zeit zu nutzen, um Sachen zu machen, die mich glücklich machen. Ich bin gerade dabei, eine Kurzgeschichte zu schreiben für den Schreibwettbewerb, bei dem ich jetzt letztes Jahr auch mitgemacht habe und unter den Preisträgern war. Und ich muss auch schon mal anfangen, meinen Praktikumsbericht zu schreiben. Ich gehe nämlich übernächste Woche ins Praktikum und da sollen wir halt schon mal so ein Erwartungsdings vorher schreiben. Deswegen, ja, das ist der Plan für heute und ich hoffe, ihr seid genauso excited wie ich auf dieses schöne Wochenende. Das Geschäft war leider ziemlich enttäuschend. Die Sachen waren meiner Meinung nach ziemlich teuer. Ja, es war italienische Mode, aber wir haben schon in anderen Geschäften Sachen für viel günstiger gekriegt und irgendwie war auch einfach nicht so wirklich unser Style dabei. Es war alles sehr bunt und sehr plastisch. Deswegen sind wir schnell wieder raus und weil mein Vater gerade noch woanders war, sind wir nochmal schnell einen Kaffee trinken gegangen und danach noch alle zusammen ins Action. Gehen, Mama. Welche Farben würden wir denn? Auf jeden Fall grün und orange und blau und lila. Let's get home because we are all starving to death. Wir sind back home und ich habe keine Klamotten gefunden, meine Mutter auch nicht. Aber wir haben ein paar Sachen bei Action und halt im Teegut, also im Lebensmittelgeschäft gekauft. Ich habe ein neues Notizbuch gefunden. Ich gucke bei Action eigentlich immer nach Notizbüchern, aber mich stört immer irgendwas daran. Das war jetzt das erste, wirklich seit wir zu Action gehen, das mich überzeugen konnte. Das werde ich als Tagebuch benutzen. Dann habe ich diese Bluetooth-Kopfhörer gefunden. Ich habe schon zu viele Kopfhörer, aber ich habe keine kleineren On-Ear, die Bluetooth sind. Und jetzt mit Downtown Girls Aesthetic tragen ja auch voll viele die Kopfhörer einfach nur als Style-Piece. Und deswegen, ich denke, die sind gut für unterwegs, wenn ich mal in der Schule Musik hören will und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch, das ist riesig, diesen Papierschneider hier. Amanda Ridgely hat sowas, das kann man halt so benutzen, um so Papierflyer zu schneiden oder so kleine quadratische Schnipsel. Deswegen fürs Bullet Journaling und so, denke ich, wird das sehr praktisch sein. Jetzt gibt es aber gleich Brötchen zum Mittag. It's time for you. Au revoir. Au revoir. Jetzt wollen sie dich alle streichen. Die ganzen verrückten Katzenfreunde sind da. Ja, wir haben nichts tun. Wir sind dann so ungefähr eine Dreiviertelstunde in die Sauna gefahren. Das ist eine Sauna, in der wir schon oft waren und die ist wirklich sehr entspannt. Wir haben insgesamt 3 Saunagänge gemacht. Wir waren bei einem Aufguss und in einer Erdsauna, wo so ein Feuer im Kamin ist und haben ansonsten noch viel Zeit in den Ruheräumen verbracht, haben noch einen Kaffee getrunken. Ich habe ein bisschen was gelesen und wir haben uns einfach gut unterhalten und richtig die Zeit genossen. Es war wirklich so entspannt, wie Sauna eigentlich immer ist und ja, es war einfach ein schöner Nachmittag. Wir sind zurück von unserem Trip. Es
Es war so entspannt in der Sauna und generell war es ein richtig schöner Tag. Das Einkaufen heute Morgen war schön. Dann war es bei meinen Großeltern auch richtig nett, mal meine Cousine und auch die Katze von meinem Onkel wiederzusehen. Wir haben die ja letztes Jahr, ich glaube, das ist jetzt sogar schon ziemlich genau ein Jahr her oder so vor 10 Monaten, mal gecatsittet. Das war sehr schön und das ist eine ganz neue. Und jetzt gerade Sauna war irgendwie anstrengend, aber auch so relaxing. Ich liebe Sauna. Für mich ist das wirklich so richtig Self-Care-Wellness, besonders in der Sauna, in der wir immer sind, weil die auch echt schön ist. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen und ich bin zurückgefahren. Jetzt ist 8 Uhr und ich glaube, wir machen uns noch einen entspannten Abend. Wir wollen Outer Banks und Cannibal Row und Daisy Jones and the Six weitergucken. Es sind im Moment echt so viele gute Serien bzw. neue Staffeln von Serien rausgekommen. Das ist echt cool. Ist für mich ein ziemliches Basic-Outfit. Ich bin auch gerade irgendwie nicht damit zufrieden, wie meine Haare jetzt mit dem Waschen aussehen. I don't know. Hier oben ist es irgendwie so ein bisschen angedetscht und die Strähnen sind ein bisschen schlecht definiert. Aber was will man machen? Heute muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen Computer-Work erledigt bekommen, nachdem das gestern dann irgendwie doch alles untergegangen ist in dem ganzen Unterwegssein und allem. Ich habe sogar ganz kurz an meinem Praktikumsbericht gearbeitet, aber ich habe wirklich nicht viel daran geschrieben. Und an meiner Kurzgeschichte habe ich letztendlich gar nicht mehr gearbeitet. Ansonsten werde ich heute, glaube ich, nur mit Videoschneiden verbringen. Deswegen, es wird, glaube ich, auch ein wenig ereignisreicher Tag. Aber ich finde es eigentlich auch morgen alles schön. Sonntage sollen ja eigentlich auch so ein bisschen entspannte Tage sein. Wir sind an Sonntagen eigentlich auch wirklich immer zu Hause. Also im Moment nicht wirklich viel, worüber ich mit euch reden könnte. Ich habe gerade nicht wirklich Probleme. Ich habe nicht wirklich Lust, jetzt nochmal vor dem Praktikum, wo ich dann natürlich ein bisschen mehr arbeite, als ich normalerweise in der Schule wäre, eine A-Woche zu haben. Also ich habe nächste Woche halt wirklich jeden Tag 8 Stunden. Und das ist dann schon ein bisschen anstrengend mit dem Gedanken daran, dass ich dann 2 Wochen lang jeden Tag immer ein bisschen länger arbeiten muss. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich freue mich irgendwie auf den Tag, auch wenn ich literally nichts machen werde, außer ein paar Sachen erledigen und ein bisschen aufräumen. Aber werde auf jeden Fall auch versuchen, ein bisschen mehr zu lesen. Ich habe gestern in der Sauna gelesen, aber irgendwie war es doch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Ich lese halt im Moment auch 2 Bücher, die beide ein bisschen dicker sind. Das eine 400, das andere 500 Seiten. Das heißt, das Vorankommen ist da irgendwie nicht so extrem bemerkbar, weil man ja irgendwie dann immer noch 200 Seiten vor sich hat. Aber ja. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. Dann habe ich also angefangen, an meinem Praktikumsbericht zu schreiben. Ich musste so ein bisschen aufschreiben, wieso ich mich für meine Praktikumsstelle, ich mache by the way in der Grundschule, entschieden habe, was ich mir vom Praktikum erwarte, was vielleicht auch so ein bisschen meine Ängste sind und worauf ich mich freue und was ich hoffe zu lernen und ja, solche Sachen eben. Achso, und dann habe ich noch ein paar letzte Voiceovers für das Video, das an dem Tag online gehen sollte, aufgenommen. Also genau das, was ich gerade tue. As promised habe ich jetzt gerade richtig viel Zeit einfach nur mit Videoschneiden verbracht und anscheinend gibt es jetzt Mittagessen und ich bin sehr hungrig, deswegen alles gut. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Mittagessen war köstlich, ich bin einfach ein riesiger Couscous-Fan. Vor allen Dingen mit dann noch Gemüse dazu. Bombastisch. Plan für jetzt ist irgendwie versuchen, das Video fertig zu schneiden und noch hochzuladen. Und dann möchte ich auf jeden Fall nochmal einen Spaziergang machen. Ich habe mich heute quasi noch gar nicht bewegt. Das ist ein bisschen bedenklich, aber ich kriege das hin. Teil des Videos waren so kleine handgezeichnete Animationen von Schrift. Die habe ich auf meinem iPad auf Procreate vorgezeichnet und auf meinen Computer geairdroppt und das habe ich hier gemacht. Und danach sind wir spazieren gegangen.
zurück vom Spazierengehen. Es hat mich mehr angestrengt, als es vielleicht hätte tun sollen. Aber ich hatte ja auch den ganzen Tag noch nichts anderes gemacht, als am Schreibtisch zu sitzen. Ich habe das Video jetzt soweit fertig geschnitten. Sorry, auch falls es euch überhaupt nicht interessiert, wie es mit dem Video steht. Egal, es ist jedenfalls fast fertig geschnitten. Aber ich habe noch Mathehausaufgaben und ich habe am Dienstag auch noch so eine Präsentation in Sport. Jetzt nichts Kompliziertes oder so, aber ich glaube, ich sollte mir meine Karteikarten dafür nochmal angucken. Heute und morgen, damit ich dann am Dienstag schon so prepared bin. Also werde ich auf jeden Fall die Karteikarten jetzt mal durchgehen. Dann werde ich, glaube ich, versuchen, das Video erstmal hochzuladen. Da fehlt wirklich nur noch so der allerletzte Feinschliff. Und dann geht es an Mathehausaufgaben. Das habe ich schon basically den kompletten Tag prokrastiniert. Es ist jetzt auch schon 20 nach 3. Videoschneiden dauert halt immer echt zu ewig lang. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch eigentlich immer nur ein Video die Woche hochgeladen. Aber diese Woche wollte ich mal die Challenge schaffen, 2 hochzuladen. Deswegen. Klar, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt, wo wir wieder zu Hause sind. Ich hasse mein Leben. Könnt ihr noch sehen, wie ich das Thumbnail für das Video erstellt habe. Also ich nehme dann immer so Screenshots aus dem eigentlichen Video raus, airdroppe sie an mein iPad, mache Filter drauf und füge das dann in Procreate zu einem Cover zusammen. Und danach habe ich noch ein bisschen gejournalt, was auch immer ganz gut ist, um ein paar Gedanken loszuwerden. Und dann war es schon Zeit, das Abendessen zu machen. Ich habe dabei ein Hörbuch gehört und mir dieses vegane Hackfleisch hier warm gemacht. Ich werde jetzt gleich mehr oder weniger schlafen gehen. Ich werde wahrscheinlich vorher noch ein bisschen in meinem Buch weiterlesen. Die Sammlerin der verlorenen Wörter. Wenn ich irgendwas zu diesem Buch sage, dann, dass es gut, aber auch irgendwie langweilig ist. Also es hat wirklich sehr seine Längen. Ich habe das Gefühl, es passiert die ganze Zeit wirklich nichts. Meiner Meinung nach hätte man hier viel rausstrichen können. Aber naja. Morgen ist dann ja Montag und ich habe 8 Stunden, was ich noch gar nicht erzählt habe. Ich habe morgen 2 Lesungen von dem Wettbewerb, wo ich unter den Preisträgerin war, also für den ich jetzt auch an der Kurzgeschichte gearbeitet habe und jetzt noch an der Kurzgeschichte schreibe. Also der ja letztes Jahr schon mitgemacht und da stehen jetzt noch ein paar Lesungen an. Ich lese bei mir in der Schule und dann noch in einer anderen Schule, die es in der Stadt gibt. Dann habe ich auch nochmal an irgendeinem anderen Tag in 2 Wochen oder so eine Lesung. Aber jetzt sind erstmal die beiden morgen. Und deswegen habe ich 2 Freistunden, also bin statt Unterricht zu haben da. Deswegen ist das eigentlich ganz cool. Also ich verpasse deswegen Englisch und Ethik. Es sind jetzt keine Fächer, mit denen ich groß Probleme hätte. Aber ist trotzdem ganz schön und ich freue mich einfach darauf, das so vorzulesen und hoffe, dass ich damit auch ein paar Leute inspirieren kann. Also in unserer Schule ist es halt so, dass es in der 11. Pflicht ist, zu dieser Lesung zu gehen. Ich war letztes Jahr halt auch bei so einer, deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, da auch mal mitzumachen bei dem Wettbewerb. Und ja, ich hoffe, ich kann dann irgendjemanden aus der 11 vielleicht auch inspirieren mitzumachen. Wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt und würde noch sagen, folgt mir auf jeden Fall auch bei Instagram und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich habe euch alle lieb und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!